zusammen, ich bin heute in Harajuku und suche eine Tokyo Cab, also eine Cab, auf der Tokyo steht, und nehme euch heute mal mit. Das ist richtig gefährlich hier abzuhängen, weil ich hier letztens schon mehr als 5 Stunden unterwegs war und nur Klamotten geguckt habe. Und jetzt verfalle ich wieder in dieses Klamottenguckmuster. Kennt ihr Vollkommen? Ich gehe da jetzt rein. Ich finde es cool, dass die hier in so einen Vollkommen-Shop haben. Ich glaube, in Deutschland gibt es das gar nicht. Oh mein Gott. Oh, so ein Pulli ist richtig nice. Richtig nice. Mal ganz unter uns, ich liebe Vollkommen, aber es ist so arschteuer. Aber ich werde definitiv mir irgendwas von Vollkommen holen. Nicht heute, aber definitiv irgendwann. Ich glaube, ich werde mir nicht heute so ein Vollkommen Japan Shirt holen. Das fand ich richtig nice. Und das ist auch gleichzeitig so ein Japan-Andenken und gleichzeitig Vollkommen. Aber eigentlich wollte ich ja so einen richtigen, Pulli kaufen. Also einen richtig qualitativ hochwertigen Pulli kaufen. Und Vollkommen ist einfach die perfekte Marke dafür, weil ich da fast alle Pullis immer geil finde. Ich bin hier im Kiddyland. Und wie ihr sehen könnt, gibt es hier nur so Spielsachen. Und das Lustige ist, hier sind keine Kinder drin, sondern nur Erwachsene. Geil, ich will so eine Bento-Box haben. Tja, ich würde mal sagen, wenn man die Orientierung verliert und zu weit läuft. Das passiert mir tagtäglich hier. Tiger Lost in Tokio, Freunde. Nur mal so für zwischendurch. Habt ihr mal Bock, dass ich so ein POV-Video mache? Also quasi die Kamera einfach umdrehe und nichts sage und quasi euch einfach so mitnehme. Und wenn ich mich dann mit Leuten unterhalte, dass es halt alles ganz normal gefilmt wird und nicht so wie jetzt im Vlog-mäßig, sondern halt wirklich POV-mäßig. Ich zeig euch mal, was ich meine. Also ich meine, wenn ich die ganze Zeit so filmen würde, damit ihr immer seht, was ich sehe. Ist das gut? Ja, nein? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ich habe mega Lust drauf. Also ich habe jetzt einen ganz kleinen Umweg genommen. Ganz klein. Aber ich weiß, wo ich bin. Das ist schon mal gut. Da weiß ich jetzt auch, wo ich lang muss. Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich gerade bin. Ich bin einfach eine Niete im Orientieren. Also was Orientierung angeht, Freunde, boah, ciao. Und sagt mal, wie ist so euer Tag? Ich habe ja jetzt Zeit. Ich möchte so ein Auto haben. Oh mein Gott. Hauptsache, meine Freunde meinten noch so, ja gut, komm noch mit uns mit. Wir gehen nur kurz ein Buch kaufen und dann nach Hause. Und ich meinte dann so, ja nee, ich habe nicht so viel Zeit. Ich wäre jetzt schon dreimal zu Hause und wieder draußen. Mir ist gerade vollkommen egal, wo ich bin. Ich habe gerade einen Shop mit Bandshirts gefunden. Oh mein Gott, bitte. Ich hoffe, die haben Bands, die ich höre. Bitte. Die haben echt coole Bands, aber ich halt keine meiner Lieblingsbands. Ich gehe mal hier rein. Außerdem, in diesem anderen Laden hat die Frau mich ein bisschen genervt, um ehrlich zu sein. Die ist mir die ganze Zeit hinterhergelatscht und dieser Laden war schon mega klein. Um ehrlich zu sein, weiß ich zwar immer noch nicht, wo ich bin, aber ich habe mir direkt so den Laden quasi abfotografiert, damit ich das hier wiederfinde. Guck mal, dieser Laden sieht schon mal ganz nett aus. Und seht ihr diese Schuhe? Die sind ja gerade voll in bei uns. Muss ich mal abfotografieren mit den Lochis. Viel zu viel Korean Pop gerade für mich. What the fuck, was ist das denn? Oh mein Gott. Geil. Leute, ich weiß wieder, wo ich bin. Yay, das Kiddyland. Okay, jetzt suche ich nach Cappies, auf denen Tokio draufsteht. Aber ich möchte gerne einen schwarz haben. Aber die haben mir die ganze Zeit nur so New York-Dinger, Mann. Ich bin auch nicht in New York, ich bin in Tokio, Leute. Achso, ich bin übrigens in dem Laden, in dem die ganze Zeit nur Anime-Openings laufen. Keine Ahnung warum. Tokio te kiteru kappu ja arun desu? Ma, nai desu, koko wa. Arigato gozaimasu. Ey, ohne Witz, die haben hier so viele Sachen. Aber einfach nicht das, was ich brauche. Oder will. Ich habe was gefunden, aber ich habe ein Problem. Das ist alles bunt und das sind Farben, die ich nicht haben möchte. Ich bin gerade das erste Mal in so einem dunklen Laden. Wie krass ist das denn? Also, ich feiere das gerade irgendwie. Ich habe gerade Bandshirts gesehen, bin reingegangen und es ist einfach mal mega gruselig, aber nice. Aber leider nichts für mich. Tut mir leid. Liebe Freunde, bin ich der Einzige, der hier gerade was Falsches gelesen hat? Oh mein Gott, ich sollte aufhören, zweideutig zu denken. Leute, ich will genau so eine verdammte Mütze. Genau so eine. Nur in schwarz. So wird es aussehen, nur in schwarz. Ein bisschen traurig bin ich ja schon. Leute, ich habe gerade eine Army-Jacke gefunden, die ich sogar gut finde. Scheiße, was mache ich? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich werde noch mal eine Nummer größer anprobieren, wobei die ja schon groß genug eigentlich ist. Boah, keine Ahnung. Ich bin um eine Army-Jacke reicher.
Das habe ich nur getan, aber ey, ich wollte, seit ich hier bin. Und es gab nie eine. Und jetzt ist der Winter da und jetzt gibt es genauso eine, wie ich haben wollte. Ja gut, egal, ich bin gerade richtig happy. Und das macht es auch wieder gut, dass ich keine Tokio-Cap gefunden habe, um ehrlich zu sein. Yep, ich bin fertig, Freunde. Also eigentlich wollte ich ja nur eine Cappy holen. Jetzt habe ich keine Cappy geholt, sondern alles andere, nur keine Cappy. Aber gut, ich bin happy darüber. Hurra! Schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, was ihr von Tokio sehen wollt, was ich euch zeigen soll. Mein Akku ist jetzt gleich leer, deswegen beende ich dieses Video. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns im nächsten. Bis dahin, macht's gut!